oder tot als Sklave. Ach, Ledger, hör doch bitte auf mit diesem Tod als Sklave-Pathos-Scheiß. Mit seinem Kurzfilm Raju über den illegalen Kinderhandel in Indien war er 2012 für den Oscar nominiert. Für sein Langfilmdebüt ist Max Zähle nun aber in seiner Heimat geblieben. Denn Schrotten wurde im niedersächsischen Celle gedreht, wo der Regisseur aufgewachsen ist. Zusammen mit den Darstellern Lukas Gregorowitsch, Anna Bedeke und Heiko Pinkowski stellte er die Komödie am Donnerstag im Kino am Raschplatz in Hannover vor. Und darum geht's in dem Film. Versicherungsmakler Mirko Thalhammer hat sich vor Jahren von seiner Familie distanziert. Nach dem Tod des Vaters muss er aber in seine Heimatstadt zurückkehren. Denn er und sein Bruder Letscho haben den heruntergewirtschafteten Schrottplatz der Familie geerbt. Um die bevorstehende Pleite des Betriebs zu verhindern, wollen die beiden ungleichen Brüder einen Zugraub durchführen. Hilfe bekommen sie dabei von Luzi, der einst engsten Vertrauten des verstorbenen Vaters. Ihr Penner. Von mir fährst du nicht. Der Zugraub! Hallo Max, du hast den Film Schrotten ja in deiner Heimatzelle gedreht. Wie kam dieser Dreh zustande? Bist du da wirklich mal Stand-by-Me-mäßig über den Schrottplatzzaun geklettert? Hast du da Kindheitserinnerungen? Oder hat sich das einfach nur visuell angeboten, weil man das selten auf der Leinwand sieht? Also wie kam dieser Dreh zustande? Weil es ja schon ein bisschen ungewöhnlich. Hoffentlich ist das ungewöhnlich. Das ist ja, man sucht ja immer nach Geschichten, die bestenfalls noch nicht erzählt wurden. Und dazu gehört ja die Welt der Schrotthändler. Ich bin groß geworden in Celle und kenne dadurch die Schrotthändler von Kindesbeinern. Da gibt es sehr, sehr viele Schrotthändler. Das war als Kind natürlich nichts Besonderes, weil wenn man damit aufwächst, dann ist das, gehört das zum Leben. Erst mit 20 Jahren Abstand habe ich dann angefangen, nochmal zurückzublicken und zu gucken, Moment, was ist denn da los? Was ist denn das für eine Welt? Und habe angefangen zu recherchieren und da hat sich wirklich diese große, wahnsinnige, traditionsreiche Welt aufgetan, der Schrotthändler. Und dann war halt klar, dass ich dann Film darüber machen muss. Und dein Film, der benutzt viele klassische Motive, also ich würde sagen, da ist ein bisschen sowas vom Heist-Film drin, du fängst an mit einem Pate-Zitat, da ist so ein bisschen auch das Pocahontas-Template, wenn man so will, weil er in diesen Kulturkreis reinkommt, sich in die Tochter des Häuptlings verliebt und so, dann am Ende für diese Seite kämpft und sogar der große Eisenbahnraub aus dem Western, diese ganzen Vorbilder, hattest du die von Anfang an im Kopf, dass du damit spielen wolltest oder kam das so Schritt für Schritt? Das war relativ früh klar, dass ich so ein klassisches Western, eine klassische Western-Struktur benutzen wollte und darin dann diese Geschichte erzählen, diese aktuelle norddeutsche Geschichte. Einfach weil sich das dann tatsächlich irgendwann angeboten hat, also das hat sich so ein bisschen so angefühlt, den Hauch eines Westerns. Es ist ja kein Western, da muss man mal ganz vorsichtig sein. Es ist kein Western, es sind keine Cowboys. Aber es hatte sowas von diesen Schrotthändlern in ihrem LKWs, die über die norddeutsche Landschaft fahren, so ein bisschen Cowboy auf seinem Pferd über die Prärie reiten und der auch eben freiheitsliebend seinem Gewerk nachgeht. Das hatte sich irgendwie so angefühlt, so ein bisschen wie so ein Hauch eines Westens. Deswegen haben wir natürlich da angefangen, so ein bisschen in die Richtung zu gehen und irgendwann war halt klar, dass wir das so ein bisschen adaptieren, aber halt nicht kopieren. Ne? Also wir haben schon hier und da ist natürlich eine lautere Hommage hier und da, ein lauteres Zitat vielleicht auch ein bisschen, wobei es weniger Zitate sind und ich sehe es tatsächlich eher wie ein Hommage. Genau, und so hat sich das tatsächlich irgendwann immer mehr entwickelt, aber die Idee, das ein bisschen wie ein Western-like aufzuziehen von der Struktur her, hat sich dann irgendwann ganz früh gezeigt, eben anhand der Welt der Schrotthändler, die sich dann so ein bisschen angeboten hat für so eine Idee. Du willst unser Zuhause verscherbeln oder was? Wann der Schrottplatz ist, sind wir. Früher oder später werdet ihr sowieso geschluckt. Du weißt, was der Unterschied zwischen dir und uns ist? Wir kämpfen, wenn was scheiße ist. Wir hauen nicht ab, Mann. Dein Charakter in Schrotten macht ja schon eine ganz schöne Wandlung durch. Was hat dich denn am meisten an der Rolle des Mirko gereizt? Fredrik Lau. Nein, ey, das ist wirklich, also wenn da Schrotten draufsteht mit Ausrufungszeichen, das ist ja quasi sowas wie ein Befehl, oder? Dann muss man das machen. Und dann hieß es, Freddy macht mit, Anna macht mit, Heiko Pinkowski macht mit und dann kann man nicht Nein sagen. Also das ist einfach ein Drehbuch und eine Geschichte, eine Mischung aus einer märchenhaften, romantischen Welt, die auf harte Realität prallt. Und da stecken irgendwie echt 100 Filme und 30 Romane dran in dieser Welt. Und wenn dann noch das Drehbuch gut ist und Dialoge lustig, dann ist es natürlich etwas, was man lange suchen kann. So. Ja, du hast Fredrik Lau schon angesprochen, ihr beide seid so ein ja, ungleiches, aber doch sehr unterhaltsames Paar in dem Film. Spielst du generell lieber den Straight Man oder würdest du auch gerne mal öfters so exzentrische, ausgeflippte Charaktere spielen? Ich weiß nicht, ob man mir das abnehmen würde, ehrlich gesagt. Außer vielleicht zu Hause, in der Küche. Nee, keine Ahnung, man spielt ja das, was so gerade ansteht und oft glaubt man gar nicht, was Leute in einem sehen. So. Aber das ist ja die Sache der Regisseure und Drehbuchautoren, sich, keine Ahnung, dass da die Fantasie losgeht, weil man mit seiner eigenen Einschätzung als Schauspieler ja meistens ziemlich daneben liegt. So.
Ja, ich muss sagen, ich bin selbst auch persönlich ein bisschen in diesem, ich sag mal zumindest im Dunstkreis des dargestellten Milieus aufgewachsen. Okay. Also mein Vater hatte zumindest in Niedersachsen so einen Antiquitätenladen und ich habe durch Flohmärkte so ein bisschen diese Händlerkultur mitgekommen. Okay. Und ich fand es halt immer super interessant, wenn Sperrmüll war und man so die Dörfer abklappern konnte. Okay. Kannst du dich noch erinnern, was war denn der größte Schatz, den du irgendwann mal im Schrott gefunden hast? Der größte Schatz war, glaube ich, ein Verkehrsschild, was ich echt lange hatte. Das war, und zwar gab es da gerade eine Platte und die hatten so ein Vorfahrtsschild. Und ich hatte so ein verrostetes Vorfahrtsschild, darauf war ich immer sehr stolz. Und ansonsten halt alle Mercedes-Sterne, die man so kriegen konnte. Die lagen ja überall rum. Hallo Mirko. Hm? Uzi, Tochter vom alten Rainer. Als du gegangen bist, da war ich noch ungefähr so... Kannst du bitte ganz kurz deine Figur Luzi beschreiben? Also Luzi ist in Wahrheit, wie die meisten Frauen ja auch in der Welt, die geheime Strippenzieherin, hält sich eher im Hintergrund auf dem Schrottplatz. Und ja, ist auf dem Schrottplatz groß geworden und weiß sich auf jeden Fall, auch wenn sie sich sonst sehr zurückhält, in der Männerwelt zu behaupten. Ich kann sehr gute Kopfnüsse verteilen, ich bin aus dem Schweißen. Und ja, das ist so die Luzi. Und was ist so das Reizvolle an der Beziehung zwischen Luzi und Mirko? Ich glaube, dass Luzi sofort, im Gegensatz zum Rest der Familie, sofort ein Gefühl für den hat. Und auch wenn die so beide schon unterschiedlich sozialisiert sind vielleicht, aber das ist ja manchmal auch für Menschen, die sich mögen, auch ganz interessant, dass sie gegensätzlich vielleicht auch ein bisschen sind. Und was fandest du so an der Geschichte generell am interessantesten? Alles. Also ich habe das Buch bekommen, habe das gelesen, ich finde es total ungewöhnlich, ich habe sowas noch nie gelesen, ich habe auch über die Welt vorher noch nie was gelesen und ich fand den Titel sehr gut und für mich war das total klar, ich muss das machen und vor allem waren dann die Dreharbeiten ganz toll, weil es ja immer ein Geschenk als Schauspieler, findet man das ja gut, wenn man so in andere Welten auch mal reingucken kann und uns wurde da dieser Platz gebaut und alles, das war schon sehr besonders. Kannst du bitte erstmal ganz kurz deine Figur beschreiben? Der Schmied ist mit Träumchen. Ich habe ja mein Lebenspartner ist Träumchen mit Pepper. Sind wir so ein skurriles Paar und ein Teil dieser Schrottfamilie, die dort zusammenlebt. Ja. Und was hat dich so am Drehbuch am meisten gereizt? Nur meine Kolleginnen zitieren eigentlich alles. Es war ein Traum für mich als Schauspieler tatsächlich. Wir haben da einen Schrottplatz hingebaut und das ist wie nochmal in Sandkasten gehen mit Bagger fahren. Also ich durfte wirklich den Bagger fahren. Wir haben geschweißt, wir haben geflext und all diese Sachen gelernt, die man, oder wir konnten sie auch teilweise schon, die man so gerne macht, als man mit schweren, dreckigen Gerät arbeiten an schönen Dingen. Alles klar, vielen Dank. Stopp! Ich meine Scheiße an die, bitte stopp!